Ja, es gibt viele Gründe. Also ich fühle mich hier wirklich wie zu Hause. Ich habe mein Studium, ich habe meines Lebens, außer Handball auch. Meine Schwester wohnt in die Nähe, also alles klappt so. Das habe ich mich entschieden, dass ich noch länger bleibe. Wir haben eine gute Mannschaft, wir haben Erfolg, gute Trainer, Geschäft. Also alles, was man im Moment braucht. Also alles, was ich brauche eigentlich. Meine Eltern haben mich immer so gelernt, dass außer Handball muss ich auch eine gute Ausbildung machen und haben. Und das ist ein bisschen auch eine andere Welt, da wo ich mit anderen Leuten mich unterhalten kann, treffen und nicht nur in sportlichen Bereich zu sein. Also, und alles eigentlich, was ich mache, mache ich 100%. Nur das hat das Sinn. Ja, immer ein bisschen über die Grenze gehen, stoßen, ist das, finde ich gut. Warum? Weil da können wir uns selber erkennen, besser kennenlernen, weil die Menschen eigentlich können viel mehr, als die machen. Nur die können nicht über die Grenze treten. Also ich finde, wenn ich alles gebe und ich es schaffe, dann habe ich wirklich eine große Freude. Also ich bin sehr kritisch von mir selbst und ich erwarte immer viel mehr von mir als von anderen Leuten. Vielleicht deswegen wirkt es das so.